für deine Gene bist du definitiv nicht verantwortlich. Für deine Entscheidungen schon. Was meint Mr. T mit dieser Aussage? Was steckt da dahinter? Ganz einfach. Schaut mal, es gibt natürlich viele Menschen, die haben genetisch, sagen wir mal so, eine gute Voraussetzung, eine Eiszeit lang zu überleben, weil sie von Natur aus, was Energieverbrauch anbetrifft, sozusagen sparsam strukturiert sind. Ihr kennt es, ihr kennt Menschen, die können zum Beispiel essen, was sie wollen, nehmen nicht zu. Da gibt es Menschen, die essen nur ein bisschen daneben und schon geht das Gewicht nach oben. Das sind einfach, das eine Beispiel, die essen können, was sie wollen, nicht zunehmen, ist ein krasses Beispiel. Das andere, die schnell zunehmen, ohne viel zu essen, ist auch ein krasses Beispiel. Es gibt auch so ein Mittel drin, so Menschen, die normal essen, die dann, eben, wenn sie zu viel essen, im Urlaub sind, ein paar Tage ein bisschen zu viel essen, zunehmen, dann auch aber auch wieder abnehmen. So gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was die Stoffwechselqualität eines Menschen anbetrifft. So, jetzt gehen wir mal zum Beispiel her und überlegen, wir haben jetzt hier einen Menschen, der hat einen sehr bescheidenen Stoffwechsel. Bedingt, weil seine Vorfahren, Mama, Papa, Oma, Opa, die waren alle kräftig. Jetzt nicht nur antrainiert kräftig. Das ist ein Unterschied, ob jemand genetisch kräftig ist, von Natur aus diese Veranlagung mitbringt. Oder ob jemand sich das antrainiert hat durch laufend falsches Essen, durch zu viel Essen und durch katastrophal wenig Bewegung. Das ist immer ein Unterschied. Das unterteile ich auch bei meinen Coaches. Und im Coaching-Programm unterteile ich das. Da frage ich immer ab, durch Anamnesebogen sehe ich, was trainieren die, wie lang trainieren die, welchen Beruf haben die, wie ernähren sich das, wie sind die Eltern. Und dann kann man relativ schnell rausfinden, ist das tatsächlich genetisch bedingt? Hat er schon Vorfahren gehabt, die alle einfach kräftig waren, die einfach schnell an Masse zunehmen? Oder sind seine Eltern schlank, seine Mama, sein Papa, relativ schlank, normal, seine Großeltern auch? Aha, dann ist es wieder sowas, wo er auch einen großen Anteil dazu beigetragen hat, dass es so ist. Durch einfach falsche Entscheidungen. Indem er ein Essverhalten praktiziert hat, die dazu geführt hat, dass es genauso ist, wie es ist. Das unterscheide ich tatsächlich. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die ernähren sich relativ gut. Die haben auch gar nicht so wenig Bewegung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die nicht dieses Idealgewicht bekommen, auch nicht diese Idealfigur. Funktioniert bei denen einfach nicht. Da ist die Genetik mitverantwortlich. Und dann gibt es Menschen, bei denen ist es tatsächlich so, da kommt das Übergewicht nur vom falschen Essen, also wirklich katastrophal falsche Ernährung und keine Bewegung und auch kein Bock, sich zu bewegen. Das gibt es tatsächlich. Das ist das, was ich in den letzten 30 Jahren also erfahren habe. Ist ganz bunte, kunterbunte Mischung von Menschen, was es da alles gibt. Und deswegen ist auch immer ganz wichtig, letztendlich auf die Coaches individuell einzugehen. Denn bei mir kommen meistens die Coaches, die bei anderen Coaches schon waren. Und da hat es nicht funktioniert. Warum? Weil diese Menschen oftmals pauschal behandelt wurden. Ja, wir machen jetzt mal Hauptsache ein Kaloriendefizit. Funktioniert eben nicht bei jedem. Und die kommen dann irgendwann zu mir, werden mir bei mir beraten. Und deswegen gucke ich da noch ein bisschen weiter rein und habe natürlich auch immer in der Regel eine Vorbesprechung. Entweder natürlich hier vor Ort im 1:1 oder online bekomme ich einen Anamnesebogen inklusive Zoom-Call. Zoom oder Skype-Call, wo ich dann mich eine halbe Stunde bis zur Stunde, je nachdem, was er gebucht hat, unterhalte, um rauszufinden, warum ist bei der Person die Situation jetzt so, wie sie ist. Denn pauschal kann man es nicht beantworten und pauschal kann man auch nicht beraten. Natürlich kann man jemanden, der jetzt 5000 Kalorien gegessen hat, pauschal beraten, kann sagen, ja, jetzt isst du halt nur 3000, dann wird er schon abnehmen, bis zu einem gewissen Punkt. Danach muss man Feinarbeit betreiben. Aber ich bekomme die Coaches meist in der Regel gar nicht, sondern ich bekomme die, die schon ganz viel ausprobiert haben, schon bei vielen Dingen Punkte gesammelt haben, alle möglichen Diäten gemacht haben, irgendwelche Internetprogramme gekauft haben und da hat es nicht funktioniert, die kommen dann zu mir. Und bei mir ist es so, dass man ganz klar unterscheiden muss, deswegen auch am Anfang diese Aussage, für deine Gene bist du nicht verantwortlich, die kriegst du mit. Da kannst du nichts, die sind eben da. Aber für deine Entscheidungen bist du verantwortlich. Und deswegen ist natürlich ganz klar, ich komme jetzt natürlich, man wird erwachsen, das heißt im jugendlichen Alter ist oftmals schwierig, dass die Leute da letztendlich die richtigen Entscheidungen treffen.
Stehen fällt natürlich auch im sozialen Umfeld mit den Eltern. Wenn da natürlich von den Eltern letztendlich pädagogisch nichts Wertvolles kommt, das heißt, wenn die Eltern natürlich auch ein katastrophales Essverhalten haben und die jetzt zum Beispiel genetisch gesehen kein Problem haben, die stopfen sich alles rein, der Junior oder die Tochter sieht es, spiegelt ihre Eltern und sagt, wenn meine Eltern das so machen, dann ist es ja richtig so, denn das sind ja meine Eltern, das sind meine Vorbilder, die müssen ja wissen, wie es funktioniert. Also schieben die sich auch alles rein. So, dann haben wir Kinder im vorpubertären Alter von 12, 13, 14, die dann 15 bis 20 Kilo Übergewicht haben. Nach der Pubertät kommt bei den Ladies nochmal die Pille dazu, dann wird es noch mehr, noch runter. Ja, ist aber immer noch so, dass eigentlich das selbstständige Denken noch gar nicht funktioniert. Also werden die Entscheidungen von diesen Personen oftmals auch fremdgetriggert. Durch die Eltern, durch das soziale Umfeld wird es halt gespiegelt. Und dann kommt aber irgendwann einmal, hoffe ich, also ich gehe mal davon aus, dass es bei jedem so ist, im Alter von 16, 17, 18, 19, 20 Jahren, dieses Bewusstsein, selber Entscheidungen zu treffen. Und wenn man dann Entscheidungen trifft, die letztendlich gegen die eigenen Gene geht, dann gibt es ein gewaltiges Problem. Also gehen wir mal vom Szenario aus. Wir haben hier einen Menschen, der übergewichtig ist, stark übergewichtig, 20 Jahre alt, männlich, 1,80 Meter groß und wiegt 120 Kilo schon bis zu dem Alter. Weil einfach viel zu viel schlechte Dinge gegessen hat. So, jetzt ist er so weit, dass er selbst nicht entscheiden kann, was tut er. Wenn er jetzt sich weiterhin entscheidet, sich ungesund zu ernähren, wenn er sich jetzt weiterhin entscheidet, Fastfood zu essen, wenn er sich jetzt weiterhin entscheidet, gesüßte Getränke zu trinken, wenn er sich jetzt weiter entscheidet, Süßigkeiten zu essen, wenn er sich jetzt weiter entscheidet, die ganzen tollen Getränke mit viel Zucker zuzuführen, wenn er sich jetzt weiter entscheidet, am Tag 2 Pizzen zu essen, wenn er sich jetzt weiter entscheidet, sich ganz gesund zu ernähren und sich wenig zu bewegen, was tut er dann? Er trifft eine Entscheidung gegen seine Genetik. Denn seine Genetik sagt ihm, hallo, lieber Hans, du hast einen sehr sparsamen Stoffwechsel, dein Körper kann hervorragend mit Energie umgehen. Es ist ein Energiesparmodell hoch 3. Du wärst in der Urzeit prädestiniert gewesen zu überleben. Aber in der heutigen Zeit, wo wir alles auf bewegungsarm getrimmt haben, wo wir überall Energie sparen können, im Aufzug, im E-Bike, im Auto, überall können wir Energie sparen. In diesem Moment führst du aber viel zu viel Energie zu. Dann entscheidest du dich gegen den gesunden Menschenverstand und arbeitest gegen deine Genetik. Wir können es auch umdrehen. Es gibt es auch, nicht so häufig, aber ich kenne auch welche. Ich habe auch schon welche in Beratung gehabt. Menschen mit einem extremen Stoffwechsel, die einfach wahnsinnig viel Energie verheizen. Die haben keine Schilddrüsenüberfunktion. Das ist alles nachgeprüft. Aber es sind energetisch geladene Menschen. Das sind heiße Steine. Die sind energetisch geladen. Die haben immer eine Power im Körper, einen Dampf. Die denken auch ganz viel. Das Gehirnstoffwechsel bei denen immer am Rattern. Immer überlegen, wie könnte ich was besser machen, was geht noch schneller. Und sind auch von der Bewegungsmotorik energetischen Menschen. So, und die können essen, was sie wollen. 1,80 Meter groß und wiegt 58 Kilo, 59 Kilo. Auch diese Menschen können sich gegen ihre Genetik entscheiden. Ja, und können natürlich auch Fastfood essen, was bei so einem Mensch gar nichts bringt, weil er verpufft ja gerade, ist nichts Wertvolles drin. Der Stoffwechsel läuft auf Hochleistung und es wird billiger Sprit zugeführt. Dem Formel-1-Auto kippt man Schrottsprit rein, funktioniert nicht. Das heißt, bei den Menschen ist es auch so, sie haben energetischen, extremen Stoffwechsel und führen sich schlechte Energie zu wenig Energie zu. Was bedeutet das? Dass sie energetisch immer arm sind, dass sie energetisch immer ausgelaugt sind. Und wenn sie energetisch ausgelaugt sind, ist das Gehirn unterversorgt mit Nährstoffen. Wenn das Gehirn mit Nährstoffen unterversorgt ist, kann es dazu führen, dass diese Menge Menschen Dinge entscheiden, die sie normalerweise in stabilem Zustand, stabilem Gehirnzuckerzustand, stabilem Lebensmittel-, Nährstoffe-, Grundversorgungszustand nie treffen würden. Auch da wird dann eine Entscheidung getroffen gegen die Genetik. Das ist mein Ausdruck, gegen die Genetik. Und diese Entscheidungen führen immer dazu, dass solche Menschen dauerhaft eventuell gesundheitlich einen Schaden davon tragen. Deswegen ist es auch wichtig, sich selbst einmal bewerten zu können. Selbst überhaupt mal zu überlegen, ja, was für ein Typ bin ich eigentlich? Okay, stimmt. Wenn ich mal samstags, sonntags ein bisschen mehr esse, sonst habe ich montags 2,5, 3 Kilo drauf. Der andere
Jetzt habe ich Samstag, Sonntag mal ein bisschen mehr Stress gehabt, habe vielleicht nur 5 Stunden geschlafen anstatt 8, habe eine Mahlzeit weniger, habe 3 Kilo weniger. Gibt's? Was steckt jetzt da dahinter? Was könnte ich tun, dass das nicht mehr vorkommt? Wenn ein Mensch 58 Kilo wiegt, bei 1,80 Meter, ist das erste Mal nicht schön. Zweitens fühlt es sich vielleicht bei Männern vor allem nicht angenehm an, weil das als extrem dünn ist. Manche Menschen, Männer leiden auch darunter. So, und da ist doch die Überlegung, was könnte ich tun, dass nicht mehr passiert? Ja, an solchen Tagen mehr essen. Darauf achten, dass die Energiedichte höher ist. Darauf achten, dass ich regelmäßig esse. Dass ich gesunde Lebensmittel zu mir nehme. Nicht einfach irgendwelche einfache Zuckerarten, die einfach verpuffen, sondern wertvolle Fette. Nüsse esse. Vollwertprodukte esse. Schön dafür sorge, dass ich immer Essen dabei habe, dass ich nicht hungern muss. Das wäre eine Entscheidung, die ist intelligent und die ist klug. Das gleiche gilt natürlich für denjenigen, der viel Masse mitbringt und letztendlich aber durch sein Essverhalten dafür sorgt, dass sein Gewicht sukzessive steigt. Er merkt es ja, ist ja nicht so, dass es unbemerkt bleibt. Wir stehen ja auf der Waage. Wir gucken ja in den Spiegel und das Gewicht steigt sukzessive an und dieser Mensch trifft laufend immer wieder die falsche Entscheidung. Ich esse weiterhin 2 Pizzen am Tag und ich esse die Tafel Schokolade und ich trinke die Flasche schwarzes Gebräu und ich schmier diese braune Creme auf mein weißes Brötchen und mache unten auch noch Butter drunter. Ja, mache ich. Dann ist das eine krasse Entscheidung gegen seine Genetik. Und diese krasse Entscheidung führt in der Tat dazu, dass er Lebensluxus verliert. Und zwar seine Gesundheit im Laufe der Zeit auf Dauer. Denn wenn man sowas lange genug praktiziert, dann steht Tür und Tor offen für gewisse Krankheitsbilder, die keiner haben möchte. Und letztendlich ist auch wieder was denn? Eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, klug zu treffen und darüber nachzudenken. Nein, das ist nicht gut, was ich da tue. Alles das, was ich da tue, ist nicht gut. Ich sehe es auf der Waage, ich sehe es im Spiegel, ich sehe es an meinem Blutbild, ich bekomme es von meinem Arzt gesagt, ich bekomme es als Feedback von meinem Umfeld. Nein, ich entscheide mich trotzdem weiterhin, eine falsche Entscheidung, eine Entscheidung gegen meine Genetik zu treffen. Ist mir egal. Interessiert mich nicht. Tja, kann man machen, muss man nicht machen. Deswegen ist auch ganz wichtig zu wissen, was braucht mein Körper tatsächlich, welche Nährstoffe braucht mein Körper, wie viele Mahlzeiten braucht mein Körper, wie soll die Nährstoffdichte sein, wie soll die Zusammensetzung sein der Makronährstoffe, wie viel Proteine brauche ich, wie viele Fette brauche ich, wie viele Kohlenhydrate brauche ich, welche Art von Kohlenhydrate, welche Art von Fette, welche Menge, das sind alles Faktoren, die immer wieder so behaupten, man muss nicht wissen, wie viele Kalorien man braucht. Muss man nicht wissen. Ja, wenn ich es nicht weiß und ich esse zu viel, was passiert? Ich nehme zu. Wenn ich es nicht weiß, ich esse zu wenig, nehme ich ab, habe keine Leistung. Also es ist schon ganz wichtig, auch mal zu wissen, was braucht mein Körper tatsächlich, welche Kalorien ungefähr. Das muss jetzt nicht auf die Kalorien genau sein, aber ungefähr, dass ich mal weiß, ah ja, ich brauche schon so mit dem, was ich tue, meine 2300 Kalorien, ich brauche prozentual so und so viel Protein, prozentual so und so viel Fette, die in die Art von Fett und ich brauche die in diese Art von Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten. Das ist gut zu wissen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtige Entscheidung trifft, viel größer. Wenn man den Hintergrund kennt, das ist für mich ganz wichtig, wenn man die Hintergründe kennt, wenn man die Hintergründe erklärt bekommt, ist es viel einfacher, die richtige Entscheidung zu treffen. Ob man sie dann trifft, steht auf einem ganz anderen Blatt. Manche Menschen wissen alles, die wissen es ganz genau. Nichtsdestotrotz entscheiden sie sich trotzdem für die falsche Entscheidung. Auch das gibt es. Wichtig ist aber, die Wahrscheinlichkeit ist größer, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn wir das Hintergrundwissen haben, wenn wir wissen, warum, weshalb. Deswegen ist immer ganz wichtig, auch für jeden mal sein Warum, Weshalb zu klären. Warum sollte ich das nicht essen und warum soll ich das essen? Warum sollte ich so und so viel Sport in der Woche machen und warum sollte ich die und die Art von Sport machen und warum sollte ich die und die Art von Übung machen? Das macht Sinn. Warum sollte ich nachts 7 Stunden schlafen? Warum sollte ich dafür sorgen, dass ich einen gesunden Schlaf habe? Weshalb sollte ich genau diese Maßnahme ergreifen? Was ist der Hintergrund? Und das sollte man aufklären. Das ist ja auch meine Arbeit, das immer wieder aufzuklären. Ernährung, Training, so weiter möglich, artgerechte Ernährung, bedarfsgerechte Ernährung, artgerechtes Training, Schlafrituale, warum sollte man schlafen, was ist wichtig im Schlaf, wie bereitet man sich auf den Schlaf vor,
Wie beachte ich tagtäglich mein Zeitmanagement? Auf was nehme ich Rücksicht? Was ist wichtig für mich? Das ist ein ganz wichtiger Leitfaden. Mit dem sollte man sich beschäftigen und mit dem kann man sich beschäftigen. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen einen wahnsinnig hohen Lebensluxus generieren. Und zwar den Lebensluxus der Gesundheit, der langfristigen Gesundheit, der langfristigen Leistungsbereitschaft und natürlich auch ganz viel Happiness. Denn wenn Menschen mit sich zufrieden sind, wenn Menschen sich gesund ernähren, wenn Menschen dafür sorgen, dass ihr Körper die richtigen Nährstoffe bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die richtige Entscheidung treffen, viel größer. Und wenn sie die richtige Entscheidung treffen, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es ihnen gut geht. Und wenn es ihnen gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Und wenn sie die richtige Entscheidung treffen, dann treffen sie die richtigen Entscheidungen. So einfach ist es. Das ist ein Kreislauf, der ist geschlossen. Und der ist so easy, der ist wirklich so leicht. Es ist eine Entscheidung. Und es ist nicht schwer. Selbst mit den Informationen hier von dem Video hast du so viel Input bekommen da draußen, habt ihr so viel Input bekommen, dass ihr jetzt Entscheidungen treffen könnt. Entscheidungen für eure gesunde Zukunft, Entscheidungen für euer gesundes Leben, Entscheidungen, die dazu führen können, dass ihr ganz viel Lebensglück habt in eurer Gesundheit. Ja, es kann auch dazu entstehen, dass ihr durch diese Leistungsfähigkeit, durch diese Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen, dem Körper gesund zu versorgen, den Körper so weit wie möglich atembedarfsgerecht zu ernähren. Ja, da steht Tür und Tor offen für maximale Leistungsfähigkeit. Für maximale körperliche und geistige Lebensfähigkeit. Denn die meisten wissen nicht, dass unser Gehirn, denken immer, der Körper braucht Energie. Die meiste Energie braucht unser Brain da oben zwischen den Ohren, diese 1280 bis 1340 Gramm. Die verschleißt wahnsinnig viele Mikronährstoffe und auch Makronährstoffe. Der Gehirnzucker muss immer stabil bleiben, damit diese Kiste da oben richtig funktioniert. Und wenn wir die Kiste ordentlich da oben versorgen mit allem, was es braucht, dann werden wir Erfolg haben auf allen Ebenen, sei es privat, sei es geschäftlich, sei es mit mir selber. Menschen, die sich gesund ernähren, die haben eine ganz andere Basis, die haben viel mehr Leistung, die haben viel mehr Lebensfreude. Denn Menschen, die sich ungesund ernähren, die sind konfrontiert irgendwann mal mit vielleicht Krankheiten. Menschen, die sich ungesund ernähren, sind oft mit sich selber auch nicht zufrieden, ganz oft. Ja, natürlich geht es jetzt hier nicht um 5 Kilo Übergewicht, aber wenn jemand 20, 30 Kilo Übergewicht hat, Freunde da draußen, dann fühlt sich das nicht gut an. Das geht nicht um den Spiegel alleine, sondern es geht darum, dass der Mensch sich nicht wohlfühlt. Denn wenn jemand 20 bis 30 Kilo Übergewicht hat und dann muss sich bücken, um die Schuhe zu machen, dann fühlt sich das scheiße an. Ja. Und da gibt es schon wieder ein paar Skeptiker, die sagen, ja, immer nur auf den Körper bezogen. Freunde, es geht um Gesundheit, nicht nur um Optik. Natürlich ist es geil, wenn jemand geil aussieht. Einen geilen Body hat, sieht gut aus. Ja, sieht sexy aus. Draußen in der Natur ist es auch so. Ja. Der Pfau hat einen schönen Fächer mit schönen Federn, damit die Ladies drauf reinfallen. Ja. Und so ist es überall. Und so gibt es auch Dinge. Man muss nicht ein Sixpacker, man muss nicht knüppelhart sein. Das geht gar nicht. Aber wenn Menschen 30, 40 Kilo übergewicht haben, dann sind die meisten davon nicht glücklich. Denn die meisten haben dadurch Beschwerden. Und die meisten, die Beschwerden haben, die fühlen diese Beschwerden, die fühlen sich scheiße an. Die fühlen sich nicht gut an. Und sich dann einzureden, ja, alles gut, ich bin zufrieden, so kann man machen. Aber ich habe unten Coaches stehen. Die stehen auf der Waage. Die gucken mich an und sagen, Andreas, nein. Das ist nicht so, wie wir erzählen, dass es uns gut geht. Nein, ist es nicht so. Zumindest bei denen, es ist nur einer, es waren 100, die das schon gesagt haben. Andreas, ich fühle mich scheiße. Andreas, wenn es draußen warm ist und ich trage hier 30 Kilo Treppen hoch, Übergewicht, weißt du, wie scheiße ich mich fühle? Weißt du, wie schlecht es mir geht, wenn ich ins Schwimmbad gehen möchte? Ich schäme mich. Ich möchte gar nicht mehr ins Schwimmbad gehen. Ich möchte mich auch von meiner Frau nicht mehr ausziehen oder die Frau möchte nicht mehr vom Mann ausziehen. Auch das gibt es, ja. Warum soll man solchen Menschen nicht helfen? Warum solchen Menschen sollen nicht die richtige Information kriegen, sich selbst zu helfen? Warum nicht? Warum soll man das alles so akzeptieren? Weil immer die Leute draußen sagen, ja, ist alles gut, du bist doch gesund, du bist doch fit so. Die unten auf der Waage sagen, nein, ich fühle mich nicht wohl, mir geht es nicht gut. Ich fühle mich scheiße. Ich möchte leichter werden. Ich möchte einen geraden Bauch haben. Ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich die Treppen hochlaufe, von lauter Sauerstoffnot umfallen. Ich möchte normale Kleider anziehen. Ich möchte nicht jedes Mal in die Sackabteilung gehen, was einkommt. Ja, das sind Aussagen von diesen Menschen. Und die haben gesagt, ja, ich habe mich gegen meine Genetik entschieden. Ja, ich habe gegen meine Genetik Entscheidung getroffen. Warum? Weil es bequem war, weil es einfach war. Weil es easy war. Weil ich gesehen habe, ich habe es gespiegelt. Meine Eltern haben auch so gegessen, alle Ausrufer essen auch so. Warum soll ich was anders machen? Und jetzt, ja, es ist soweit. Ich fühle mich nicht mehr wohl, mir geht es nicht mehr gut. Ich habe einen zu hohen Blutdruck, ich habe einen zu hohen Cholesterinwert. Mein Viszeralfettanteil ist zu hoch. Ich muss was tun.
Und ich will was tun. Und ich will mich nicht mehr selber anlügen. Ich möchte immer selber zu mir sagen, hey, du fühlst dich wohl und möchtest kompensieren mit tollen Sprüchen. Wollen die nicht. Sie suchen eine Lösung. Und die Lösung ist, sich nicht gegen seine Genetik zu entscheiden. Eine vernünftige Entscheidung zu treffen in eine gesunde Zukunft. Und das ist nicht so schwer. Es ist der Ausstieg aus alten Routinen, das ist richtig. Und den Ausstieg aus alten Routinen, das ist nicht einfach, das ist auch richtig. Aber warum muss der Schmerz immer erst groß genug sein, um so eine Entscheidung zu treffen? Weshalb? Müssen wir immer erst extrem leiden, um dann eine gesunde Entscheidung zu treffen? Müssen wir nicht, wir können auch präventive Maßnahmen ergreifen. Frühzeitig auf uns zu reagieren und unser Kopf einzusetzen und sagen, stopp, das geht so nicht weiter. Überlege mal, wer du bist, wo du hin willst, warum das alles so ist, wie es ist. Okay, ich treffe eine Entscheidung. Ich treffe jetzt die Entscheidung, mich gesund zu ernähren. Ich treffe jetzt die Entscheidung, in meine gesunde Zukunft zu investieren. Ich treffe jetzt die Entscheidung für meine Genetik. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich zu lassen habe. Und ich werde nicht weiterhin die falschen Entscheidungen treffen. So einfach kann es sein. Das war jetzt wieder, yes, auch wieder emotionales Thema. Aber das ist mein Thema, was mich natürlich seit 30 Jahren beschäftigt. Ich habe seit über 25.000 Coaches beraten. Und ja, da fehlt sich langsam aber sicher die Essenz raus. Ja. Und ich habe ganz viele, die ich immer wieder treffe, wo ich mich freue, wo ich sehe, die haben diesen Lifestyle langfristig umgesetzt und sagen, Andreas, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, ich bin fit, ich habe Spaß am Leben. Wunderbar. Ich treffe aber auch welche, wieder, die den falschen Weg wieder gegangen sind. Auch das treffe ich. Und ja, auch da spricht die Körpersprache ihre eigene Sprache, wenn sie mich sehen. Auch da spricht die Körpersprache ihre eigene Sprache. Wie bei den Gewinnern, ihre Körpersprache, ohne dass ich was sage, ihre Geschichte erzählt. Und auch bei den anderen, die falschen Entscheidungen treffen, erzählt die Körpersprache auch ihre Geschichte. Aber eine ganz andere Geschichte. Und definitiv keine gesunde Geschichte. Und ihr wisst jetzt, was ihr dagegen tun könnt. Ihr habt jetzt auch in diesem Video ganz viel Infos bekommen. Was kann ich dafür tun? Wie kann ich mich ändern? Was für Ansätze habe ich? Ihr könnt schon ganz viel aus dem Video rausnehmen und damit arbeiten. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr sagt, da ist jemand, der könnte mir helfen. Der passt zu mir. Das ist jemand, der nicht um den heißen Brei redet. Das ist jemand, der klaren, reinen Wein einschenkt, wenn er auch oftmals sauer ist und nicht schmeckt. Aber den brauche ich, denn ich habe mir schon in meinem Leben genügend Märchen gehört. Ich habe mir schon genügend Marketinggeschwätz angehört. Ich habe schon viele Lügen zu diesem Thema gehört. Ich möchte jetzt ganz klare Infos haben. Dann hast du jetzt die Chance. Unten in den Shownotes findest du einen Link, wenn du da draufklickst. Dann kommst du auf meine Landingpage. Und diese Landingpage ist so gebaut, dass du den Weg findest, dass wir demnächst, wenn alles passt, ein gemeinsames, unverbindliches Erstgespräch haben, wo ich dich davon überzeuge, dass das, was ich seit 30 Jahren an Lifestyle lebe, dass es für dich hervorragend ist, das Gleiche zu machen, dass du dafür ganz viel Gesundheit bekommst und natürlich auch einen hohen Lebensluxus in Form vom wahren Lebensluxus deiner Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich bald wieder. Das war jetzt viel und emotional. Ich freue mich bald wieder, was von euch zu hören. Bis dahin wünsche ich euch alles erdenklich Gute. Viel Spaß bei allem, was ihr macht und vor allem weise Entscheidungen zum richtigen Thema. Dankeschön. Andreas Triembacher, Mr. T aus Karlsruhe.